Oh, der steht aber nicht mehr. Hat er gerade gespeichert, als ich... Oh, Mist. Ach, lasst mich doch in Frieden. Ich mag euch nicht mehr. So. Hihi, stimmt, ich konnte Feuerpfeile machen. So, jetzt seid ihr aber fällig. Oh, oder auch nicht. Mist. Ja, hüpf du mal schön da hinten rum. Na, kletter doch, Junge. Dann lassen wir den Bockblind mal Bockblind sein. Man muss ja auch nicht alles kaputt machen, was da kreucht und fleucht. Ich muss aufhören, da auf den Steuerstick zu drücken. Da schleiche ich nur. Da oben. Na, ob da die Ausdauer reicht? Ah. Wie komme ich denn da hoch? Wie soll ich denn da hoch? Da sind ein paar Felsvorsprünge, das könnte klappen. Na, hier ist noch so ein Bockblindnest. Kann ich die Taube eigentlich erschießen? Ist das eine Taube? Ist das überhaupt eine Taube? Geil. Ich kann die echt erschießen. Geflügel! Schön! Was hängt denn da an der Wand? Ein Pilz? Irgendwas Lilanes. Ich bin ganz leise. So viel zu dem Plan. Ein Spurtling. Dieser Pilz ist oft an schroffen und isolierten Orten sowie Steilhängen oder Höhlendecken zu finden. Als Kochzutat erhöht er die Geschwindigkeit. Nett. So, ich würde jetzt gerne wieder da runter, wenn es möglich wäre. So. Und um die Bockblinds machen wir jetzt erstmal einen großen Bogen. Oh, das ist noch so ein Pilz. Ja, da sind mehrere Vorsprünge. Das heißt, da kann man gut hochklettern, hoffe ich. Irgendwie. Da oben ist eine Hütte. Ich habe jetzt gerade Angst, ob da Bockblinds drin sind. Oder vielleicht doch irgendwer Hilfreiches.
Gar niemand? Aber Essen. Ausdauerling. Genau, liebe Leute. Ich plündere euer Haus aus und ihr könnt nichts dagegen tun. Selber schuld, wenn ihr nicht aufpasst. Was habe ich denn da? Eine Chili. Isst man sie roh, sollte man sich auf Schmerzen einstellen. Als Kochzutat wärmt sie den Körper, sodass man sich auch in kalten Orten mollig warm fühlt. Okay. Soll mir das was sagen? Sind das Tomaten? Nee, noch mehr Chili. Sieht aus wie Tomate. Ein Buch. Das scheint das Tagebuch des Alten zu sein. Oh, ich bin jetzt gerade bei dem alten Mann eingestiegen. Okay, lesen. Auf diesem einsamen Plateau ist meine einzige Freude das Kochen. Heute ist es mir endlich gelungen, das ultimative Gericht zu kreieren. Ich nenne es den scharfen Grillteller. Diese Mahlzeit stellt nicht nur verlorene Kraft wieder her, sondern wärmt den Körper auch in größter Kälte von innen. Solange man sie vorher verzehrt, kann man auch ohne dieses ungemütliche Winterwams in die verschneiten Berge. Leider habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich habe das Rezept nicht sofort aufgeschrieben. Zwei der Zutaten waren Wild und Chili. So viel weiß ich noch. Leider fällt mir der Rest nicht mehr ein. Es war aber weder Pilz, Pflanzen noch Geflügel. Ich werde wirklich langsam alt. Wenn doch nur jemand käme, der mir auf die Sprünge helfen könnte. Mir ist klar, dass auf diesem einsamen Plateau die Chancen auf ein zufälliges Treffen mit Hobbyköchen gering sind. Dabei würde ich für einen Hinweis zu den fehlenden Zutaten sogar mein Winterwams hergeben. Okay. So, muss man halt austesten. Eine Taube. Kann ich mich anschleichen? Ich will nicht wieder Pfeile verplempern. Ein Topfdeckel. Normalerweise hält dieser Deckel die Hitze im Topf, aber dank des dicken Holzes dient er auch als Schild. Auf Dauer solltest du dich aber nach robusteren Alternativen umschauen. Mist. Ich habe gehofft, ich könnte jetzt einen überbraten. Ah, da sollte ich wohl doch besser Pfeil und Bogen nehmen. Aber ich soll anscheinend was kochen. So. Also wie war das? Zwei Chilis? Zwei Zutaten. Einmal Wild, einmal Chili. Dann weder Pilz, Pflanze noch Geflügel. Weder Pilz, Pflanze noch Geflügel. Entweder irgendein anderes, eine andere Fleischsorte oder ein Apfel. Oder zählt ein Apfel als Pflanze? Weder Pilz, Pflanze noch Geflügel. Ach, guck mal, da hinten ist er ja zugange. Ja, guck mal, hier wachsen doch Äpfel. Dann werden es Äpfel sein. Wenn hier schon extra so Äpfel drapiert werden, dann werden es wohl Äpfel sein. Und zack, und zack. Hohoho, so sieht man sich wieder. Was machst du da? Dieser Baum sollte gutes Brennholz abgeben. Aber ihn in die richtige Richtung fallen zu lassen, ist gar nicht so einfach. Man muss sich vor den Baum stellen, den Blick in die gewünschte Richtung wenden und dann kräftig zuschlagen. Das da, ist das nicht meine Axt, die du da bei dir trägst? Nein, da musst du dich irren. Du kannst sie gern behalten, aber hilf mir doch bitte beim Baumfällen. Ich bin etwas erschöpft, ich muss mich eine Weile ausruhen. Okay. Baumfällen. Alla. Hopp. Oh, nice. Und jetzt? Oh. Na, so einfach geht Holzhacken. Da seht es mal. In dieser Form kannst du dein Lagerfeuer immer mit dir herumtragen. Nur anzünden musst du es noch irgendwie. Aha. Nett.
Nett. An einem Lagerfeuer kannst du die Zeit verstreichen lassen. Bis wann möchtest du warten? Nee, gar nicht will ich warten. Ich wollte eigentlich Essen kochen. Wie macht man das denn hier? Hohoho, schön warm und gemütlich, was? Was machst du da? Ich bin ein wenig erschöpft. Erstmal eine Pause am Lagerfeuer. Na, bist du hungrig? Du kannst dir gerne etwas in meinem Topf zubereiten. Gib mir Tipps. Öffne deine Tasche, um Zutaten in die Hand zu nehmen und wirf sie in den Topf. Pass einfach auf, dass die Zutaten zueinander passen. Mit den richtigen Ingredienzien kannst du sogar Gerichte zubereiten, die deine Ausdauer auffüllen. Ansonsten kann ich nur sagen, koch, was das Zeug hält. Eine halbe Portion wie du kann was vertragen. Hohoho. Okay, also ich brauchte Geflügel und Chili und noch irgendwas anderes. Wild und Chili. Weder Pilz, Pflanze noch Geflügel. Ja, dann hau ich doch da Äpfel rein. So, Wild und Chili. So. Das ist aber Geflügel. Wo kriege ich denn Wild her? Ich habe gar kein Wild. Ach Mist. Na gut, dann gehen wir, wo wir ursprünglich hin wollten. Mann, ich bin so ein ADS-Kind. Da vorne. Ach, das sind ja schon wieder Bockblinds. Was macht ihr denn hier? Wie komme ich überhaupt da rüber? Was ist denn das für ein Scheiß hier? Da komme ich ja gar nicht rüber. Ach, nö. Wie kommt man denn da rüber? Ich muss wahrscheinlich von hier hinten lang. Oh Mann. So viel zu meinem Plan. Nein, kein Stempel. Wie soll ich denn... Oh. Da oben war doch der Schrein, oder? Oh. Das gefällt mir gar nicht, worauf das hinausläuft. Fügt er den doppelten Schaden zu, wenn er den Kopf trifft, okay. Jetzt habe ich hier einen kaputt gemacht, aber jetzt habe ich auch keine Pfeile mehr. Ja, toll. Und dann hauen wir den ein bisschen auf die Mütze. Ah, Holzpfeile. Oh, das sind ja gleich drei. Ach du Schande. Dann gehe ich mal hier hoch. Können die hier hochklettern? Das wäre jetzt mal gut zu wissen. Halt doch mal still, Junge. Au! Der kann auch schießen. Mist. Oh, oh. Oh.
Mich nervt am meisten gerade, dass ich nicht... keine Ausweichrollen machen kann. Ups. Ich wollte eigentlich den Schild rausholen. Ich habe nur vergessen, wie das ging. Ah, so ging das. Bing, bing! Eine Schatztruhe für mich. Juhu! So, das kann ich jetzt nicht, den Bockstock. Nein, nicht doch, Junge. Also, echt mal. Kann ich die auch wegwerfen? Die Sachen, die ich nicht brauche? So, ich habe eine Truhe bekommen. Was kriege ich denn? Oh, was haben wir denn hier? Wild. Das ist doch sicher wild. Grillwild. Über offenem Feuer gegrilltes Wild. Durch die Hitze entfaltet sich das Aroma und der Heileffekt wird gesteigert. Toll. Eine besonders effiziente Wurfwaffe lässt sich dank ihrer speziellen Gewichtung deutlich weiter werfen als gewöhnliche Lanzen. Dafür ist in deiner Tasche kein Platz. Alter, jetzt ist ja mal gut. ich bin da... Ich hoffe, die Truhe geht davon nicht kaputt. Gut. Sehr haltbare Truhe. Bockblink-Qualitätsarbeit. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte... Eigentlich in meinem Inventar. Also mit der Steuerung komme ich gerade noch nicht zurecht, aber das ist ja normal bei mir. Das dauert immer ein Weilchen. So, Fackel. Axt. Wie kann ich die denn wegwerfen? Ich will eigentlich diese Fackel wegwerfen. Ah. So geht das. Nice. So. Da ist noch irgendwas versteckt. Oh, Holzpfeile. Schön. Okay. Ein Bienennest. Ist die Frage, ob ich da wirklich dran will? Oder ob ich dann den ganzen Schwarm an der Backe habe? Ach, wir sind ja risikofreudig. Was passiert, wenn ich jetzt da... Kann ich das abschießen? Ja, kann ich. Dann habe ich aber auch einen Bienenschwarm an der Backe. Hilfe! Hilfe! Lasst mich! Oh Gott. Ja, haut ab. Haut schön ab. Juhu! Honig direkt vom Bienenstock ist besonders nahrhaft. Wenn man ihn zur Verfeinerung von Gerichten verwendet, verleiht er ihnen einen praktischen Effekt, die Ausdauer zu steigern. Vielleicht ist das Honig, was noch gefehlt hat in dem Rezept. Bombenpfeil. Geil. Habe ich denn jetzt schon... Ich habe nur Grillwild, ne? Das ist Geflügel. Ja, Grillwild. Schade. Gut, jetzt müssen wir irgendwie darüber. Ich habe das Gefühl, meine Ausdauer reicht nicht bis dahin. Oh Gott. Ist das euer Ernst? Das klappt doch nie im Leben.
Bis ich da drüben bin, bin ich tot. Oh, ey, Junge. Schneller! Du machst mich fertig. Ich hoffe, der lernt mal schneller zu klettern irgendwann. Das ist ja furchtbar. So, drüben sind wir. Sehr schön. So. Legen wir uns mit denen an, oder? Ist eigentlich gar nicht nötig. Ich glaube, ich futter noch ein Äpfelchen. Ich futter noch ein Äpfelchen. Habe ich überhaupt Pfeil und Bogen noch da? Ja, habe ich. Au, was hast du denn da Nettes? Kann ich das haben? Ich nehm's mal. Ach, Junge. Das wird ja noch zum Running Gag, echt. Sammeln wir jetzt mal das hier ein. Das wird hier noch zum Running Gag, dass ich permanent die Bomben ziehe. Ja, den hätte ich gerne, ne? Hm. Dann halt nicht so. Hier hoch müssen wir. Oh, das wird lustig. Nehmen wir noch ein paar Äpfelchen mit, ne? Ist ja alles voll. Verschwendung, wenn man die so. Ey, nimm doch den blöden. Ach. Kannst mich mal. Was kannst du eigentlich, Junge? Kannst nicht anständig klettern? Machst ständig deine Waffen kaputt? Und das geht noch so ewig so weiter. Dann können wir wenigstens Pilze sammeln. Hopp, Junge, hopp. Nehmen wir einen Sportling. Langsam, aber wir tasten uns vorwärts. So, wo geht's? Wo ist denn der nächste Vorsprung da vorne? Ich meine, es ist immerhin wirklich ziemlich cool, dass man wirklich überall hochklettern kann. Sofern man die Ausdauer dafür hat. Ich hoffe, ich kletter jetzt an der richtigen Stelle, aber meine Markierung. Mit der Markierung passt das soweit. So. Da war noch ein Vorsprung. Ist hier noch irgendwo einer? Nee. Dann nehmen wir den doch besser nochmal in Angriff. Nicht, dass wir uns übernehmen, wenn wir hier direkt versuchen, ganz nach oben zu kommen. Oh oh. Irgendwas ist hier. Ich hab Angst. Das sind doch wieder die Skelette. Hüpfen die jetzt da oben rum, dann werde ich ja gleich super begrüßt. Ganz toll.
Ja, da oben hüpft er schon rum. Verdammt. Ein Bockblindknochen. Ich will ihn haben. Mit dem Ding kann man nämlich um sich schlagen. Oh, ein Speer. Eine Reiselanze. Och, Mensch! Ist das frustrierend. Dass die ganze Chose ständig kaputt geht. So, das wollen wir wegschmeißen. Und das nehmen wir dafür mit. Und den Bockblindknochen, den nehmen wir auch mit. Irgendwie. Was tauschen wir denn dafür ein? Die Axt hier vielleicht. Wobei die Äxte braucht man eigentlich zum Bäume fällen. Ach, ist das alles blöd. Ist das alles blöde? Ah, den Speer will ich nicht wegschmeißen. Den haben wir gerade gekriegt. Ist toll. Oder ich schmeiß einfach den Bockstock da weg. Der ist eh angeschlagen. So. Nehmen wir. Nein! Das will ich nicht. Ich will die Axt. So. Nein! Das wird echt noch zum Running Gag. Ich will doch nur die Waffe auswählen. So. Ich hätte gerne. Was hätte ich denn? Ich will hier den Arm. Hihi, der geht mir in den Hintern. Super. Ja. Ab dafür. Na,